So. Ich kann die immer noch nicht angreifen. Das ist schon mal doof. Blöd, 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 blöd und hochblöd. Ja, irgendwie schon. Ja. Naja, dafür werde ich ja gleich angegriffen. Als Ausgleich. Yay. Ich hoffe, du freust dich. Ja, aber auf jeden Fall. Sehr gut. Bist bereit. Du hast nochmal gespeichert, oder? Nee, ich kann nicht speichern. Vorher. Du bist dran. Achso, davor hatte ich gespeichert, glaube ich, ja. Nee, weil du noch dran warst. Ja, aber vor dem Kampf. Ja, gar nicht so viel. Achso. Warten auf Spieler. Ich habe auf Runde beenden gedrückt. Na, es kann aber auch mein Internet sein. Das ab und zu ein bisschen rumspackt. Hat er das jetzt gemacht? Na, er ist dabei, glaube ich, ja. Er verarbeitet noch. Jetzt geht's los. Jetzt. Hä? Das war's für mich. Was? Das war's für dich? Nee, das. Das ist jetzt nee, gerade was für. Ich glaube, Grond war schon dran. Das soll Lothar sein, ja, wahrscheinlich. Nee, nicht Lothar, Grond. Ja, ja, ja. Bei Lothar. Nee, sind wir gar nicht. Thor, Ella, so. Ja, ich glaube, die waren schon dran. Ja, dann. Oder? Nee. Nee, jetzt. Jetzt waren sie dran. Okay. Stellung. Marsch halten, alles klar. Das heißt, du hast es überlebt. Das heißt, ich habe ja noch Zeit. Das ist doch schon mal schön. Eine zweite Armee zu holen. Ja, so gut es geht, jetzt abwehren, ne? Und dann... Was? Mein Verbündeter wird angegriffen von Sud nicht. Alter, ich weiß doch nicht mal, wo diese Leute sind. Ja, was dann, ist denn Sudenburg? Da musst du dich mal ein bisschen hier eher auseinandersetzen mit der Thematik. Sudenburg, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ja, komm, hier, ich trete dir bei. Was auch immer. Klar, Karund. Tempel des Kain, das will ich haben. Ist ein Gebäude, oder? Nee, ist eine Stadt. Okay, Siedlung wird belagert, das ist ja kein Problem. Das heißt, ich ziehe jetzt diese Armee dahin. Soweit es geht. Ja, oder nicht so, doch, soweit es geht. Ich hoffe, die... Ja, jetzt darf ich natürlich nicht rekrutieren, scheiße. Wären die schon Verstärkung? Nee, ne? Kacke. Ich komme auch nicht noch weiter ran, shit. Hm. Da fehlen ein paar Schrittchen. Na gut, dann muss in der nächsten Runde das halt hier gemacht werden, alles. Alles klar. Ich brauche immer noch einen Sklavenstall. Ich dachte, den hast du schon. Nee, habe ich noch nicht. Ja. Dann baue ich den Sklavenstall. Okay. Dauert ja auch nur 3 Runden. Ist ja easy. Ah, in 2 Runden ist erst das Harpiennest fertig. Das ist doch scheiße. Aber Harpien sind bestimmt auch cool. So als Fliegenunterstützungseinheit. Ich hoffe, dass sie cool sind. Du kannst vielleicht dann ganz gut die feindlichen Bogenschützen ausschalten. Harpien. Hast du gespeichert? Ja. Ah, okay. Und können die denn sehr schnell und Vorhüteraufstellung? Ah, cool. Die können Vorhutaufstellung. Die können ja auch über das Gelbe hinaus, ne? Mhm. Rüstung, ja, so Geschwindigkeit 82, das ist doch nicht schlecht. In so einem bestimmten Bereich. Und Bogenschützen auf jeden Fall. Schon wieder Warte auf Spieler. Mhm. Ich weiß nicht, also ich habe ja eh gerade gespeichert. Entweder deins oder meins. Ich habe keine Ahnung. Also es kann auch meins sein. Ich habe nämlich ab und zu auch mal so kurz Disconnect. Also dann ist mein Router auch nicht verbunden. Soll ich dir denn diese komischen Dinge immer vorlesen, wenn ich so Meldungen bekomme? Kannst du machen. Es ist bewundernswert, wie ernsthaft eure Saurus-Krieger sich dem Kampf gegen Agenten des uralten Feindes verschrieben haben. Doch in manchen Divisionen nähert sich ihre Inbrunst den Fanatismus an. Dies könnte zu Fehlern führen, die dem Chaos den Vormarsch in Lustrias, heilige Dschungel und Tempelstädte erlauben. Ist solche Rücksichtslosigkeit im Namen des großen Plans akzeptabel? Oder sollten die Slen-Magier, Priester, Lords, Gott, was ein Wort, ihre Untertanen in die Schranken weisen?
Was lasst sie überstürzt angreifen? Eure Sauruskrieger kämpfen mit einer Tapferkeit, die euch mit Hoffnung erfüllt. Doch fallen sie auch in größerer Zahl vor dem Feind? Waren und verteidigen. Tote Krieger nützen nichts im großen Plan. Vorsichtige Krieger. Der Feind aus der Erkenntnis. In Erkenntnis der heiligen Pläne der Alten. Ich glaube, ich wahre und verteidige, weil ich habe keine Lust. -15% Verlustverstärkungsrate. Das ist schon ein bisschen viel. Das ist schon ein bisschen viel, ja. So, dann hast du noch einen Level. Ich habe voll die coolen Zauber. Ich kann so einen Kettenblitz. Ein Kettenblitz. Knorke. Können die Hochelfen auch? Ach, ich kann die ausbrüten? Ich habe nämlich so gesegnete Brut. Das sind so Spezialeinheiten, die ich durch Quests und sowas bekomme. Und die kann ich scheinbar einfach in meine Armee ohne Rekrutierungskosten hinzufügen. Ich weiß, was ein Seraphon ist. Was denn? Ein schwarzer Drache. Steht da nicht einfach schwarzer Drache? Du und deine komischen Vorstellungen von Dingen. Ja. Oh, ich habe einen Ritus freigeschaltet. Aber welchen? Den Ritus des Rituals. Da. Ich hab auch. Was? Hallo? Hab dich gerade nicht gehört. Ja. Ja, das ist irgendwie doof. Aber woran liegt's? Keine Ahnung. Das wäre die viel, viel spannendere Frage. Geht's wieder? Geht's? Hallo, hallo, hallo. Test, test, test. Oh Gott. Ja! Ach, soll ich das steuern? Hast du Lust auf ein sehr großes Gefecht? Naja, dann gehen die Frames immer sehr runter. Aber ja. Wenn du dies steuern. Also ich würde es gewinnen, ich würde es auch so gewinnen. Okay. Aber weiß es nicht. Nein, komm. Aber du willst halt einfach nur die Einheiten sehen. Ich habe neue Einheiten, aber das, ach, nein, das ist jetzt nicht. Das ist nicht wert. Gucken, wie viel ich verliere. Oh nein, ich habe tatsächlich eine ganze Einheit verloren. Die Sauruskrieger. Aber Günni hat irgendwas 100 Leute getötet. Läuft bei ihm. Alter, meine Kuh. Okay. Günni ist halt ein Tier. Ja, Günni ist mehr als ein Tier. Ich glaube, insgeheim ist Günni zwei Tiere. Krass. Ein Tiertier? Ja, ein Tiertier. Yay! Endlich gehört diese Stadt mir. So. Ja gut, schauen wir mal. Ist ja blöd, dass ich nicht weiter rekrutieren darf. Alles doof. Darfst du nicht weiter rekrutieren? Na, weil die Stadt belagert wird. Ah. Und jetzt die Einheiten ja schon, die hatte ich schon angeklickt, aber die können ja nicht mehr rekrutiert werden, solange die Siedlung belagert wird. Ja, ja, stimmt. Das heißt, wenn ich dran bin, muss ich die wieder entfernen. Oh Gott sei Dank. Gönnt mir diese Stadt endlich. Hat jetzt auch lange genug gedauert. Master of Cruelty! Warum sind denn die billiger eigentlich? Ach so, stimmt, sie hat ja hier. Zahlt ja weniger für die, richtig. Richtig. Vielleicht sollte ich sie mal nehmen. Feuermeister. So, mal gucken, was sie tun.
greift mich an. Nee, greift mich noch nicht an. Bleibt so. Nächste Runde greife ich. Okay, sie gehen weg. Wie, sie gehen weg? Sie gehen weg. Die Pissnecken. Boah, nee, ich gehe jetzt hinterher. Die haben sich da unten eine Stadt geholt. Mein ehemaliges so. Dörfchen. Och nein. Was will denn Slatlan? Ein militärisches Bündnis. Aber ich möchte nicht darauf eingehen. Und sie gehören die nicht zu deinem Volk? Das sind auch Echsen. Ja, sag ich doch. Aber ich möchte trotzdem nicht darauf eingehen. Achso. Du magst keine anderen Echsen. Richtig. Bist du ein Exomorph? Ja. Exomophob? Ja, so kann man es auch nennen. So. Gut, dieses Übel wurde abgewendet. Ich vermute, das nächste lässt nicht lange auf sich warten. Aber jetzt konnte ich immerhin meine Rekrutierung vollenden. Ja, kacke, ich muss die aber angreifen. Scheiße, ey. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich werde, glaube ich, eine Aufgabe nicht schaffen. Ich habe noch 5 Runden, die eine Stadt einzunehmen. Für 10 Schriftrollen. Du bist gerade am Lecken. Zeitlich. Er ist ein zeitlich begrenzter. Aber das schaffe ich leider nicht. Ich glaube, da das die Hauptstadt ist, denn die haben auch einiges an Garnisone am Start. Kacke. Wenn ich die Hauptarmee vernichten würde, wäre das schön. Truppen auffüllen. Krieger der Armee können durch die Macht dieses Champions Beistand oder Verstärkung. Ah, das ist ja cool. Mach ich. Korruption bereinigen. Cool, die kann Korruption bereinigen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist sogar viel wichtiger. So. Tja. Was tue ich? Angreifen kann ich nicht. Der wird eh von mir abhauen. Ach, das ist doch alles doof. Okay. Gucken wir mal Diplomatie. So, ihr wollt keine Konföderation. Ihr wollt noch nicht mal ein Handelsabkommen. Dieser ganzen Scheiße. Warum wollen die kein Handelsabkommen? Das weiß ich nicht. Mögen dich vielleicht nicht. Doch. Auf 51. Hast aber, also du kannst du überhaupt ein Handelsabkommen mit denen machen? Abgelehnt. Ach, keiner will hier mit mir handeln, ey, so eine Scheiße. Grond sind auch Dunkelelfen. Auch scheiße. Die sind mir eigentlich anscheinend im Stärkerang sehr unterlegen. Die Grond. Aber nur, weil die eine 20er Armee haben. Ach, ein Friedensabkommen kann ich mit denen schließen. Na gut. Es wäre für sie ratsam, wenn sie es nicht brechen würden. Der Schmiedebund. Hä? Unser Abkommen ist Krieg, aber... Ich kann keinen Frieden mit denen schließen. Sehr merkwürdig. Lord of Fear. Na gut. Ja, eine Runde muss ich, glaube ich, noch warten, ne? Ja. Okay. Ein Ründchen noch warten. Und dann? Ist das Harpienest fertig. Okay. Dann versuche ich vielleicht, keine Ahnung, die Mission zu machen oder so. Okay, ja gut. Wenn ich dann in der Nähe bist.
Harpien habe. Weil irgendwie weiß ich sonst nicht gerade, was ich tun soll. Im Zweifel immer Krieg führen. Ja. Prinzipiell schon. Aber meine Expansion geht leider auch momentan nicht weiter. Ja gut, aber das bringt ja nichts, wenn du jetzt expandierst und dabei halt alles verlierst, während du expandierst. Ja doch. Es bringt immer alles irgendetwas. Okay. Das musst du mir, glaube ich, genauer erklären. Ist halt so. Oh. Sollte als Erklärung reichen. Ja, nee, stimmt schon. Gebe ich dir recht. Tja. Okay, da muss ich noch was bauen für Umsatz. Ich brauche mehr Umsatz. Umsatz braucht er. Umsatz. Türme der Schwarzen Garde. Tja, sowas. Na, ich weiß, wer Stärke Rang 1 ist. Du. Nee, die Vampire. Okay. Warst du nicht auch mal eins? Hm? Jetzt nicht mehr. Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Ach ja. Gibt Schlimmeres. Nein. Bringt einem ja eh nicht viel. Doch. Ich finde schon. Okay. Och, was wollt ihr denn? Mein Gott. Tor Elasor. Die in ihr Schutzbündnis. Jetzt wollen sie ein militärisches Bündnis. Wenn ich kein Schutzbündnis bin, dann will ich auch kein militärisches Bündnis. Ja, warum nicht? Macht gar keinen Sinn, was du da erzählst. Ja, ich weiß. Totaler Blödsinn. Mann. Da, 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 da. Gibt aber auch nicht mehr so viele Skavenvölker. Ne? Ich glaube noch 3 Stück insgesamt. Ach, das reicht ja. Was machen eigentlich die Mongos? Welche Mongos? Die Mung. Die laufen doch hier auch irgendwo rum. Dann bei dir. Ja, ja. Ich weiß aber nicht, ich sehe sie nicht. Die planen bestimmt irgendwas. Irgendwas Diabolisches bestimmt. Wahrscheinlich. Deine so. Vernichtung. Ich kann Harpien machen. Yay. Ich mache mir jetzt 2 Einheiten Harpien. Warum nicht 2,5? Oder mach ich mir 3? Nee. Fuck. Ach, das ist alles Käse. Was denn? Das ist ja blöd. Ja, hätte ich mir jetzt nur eine gemacht, ja, dann hätte ich noch ein Gebäude bauen können, was mir auch was bringt noch für Einkommen. Ja, dann bricht die andere doch ab. Ja, aber dann habe ich nur eine. Das ist alles doof. Ich merke das. 150. Habe ich irgendwas Besseres als 150? Nein. Gut. Dann wird es wohl bei 150 bleiben. Was mache ich jetzt mit ihr hier? Wenn die hier so rumchillt, ist ja auch doof. Deswegen gehst du mal wieder hier in die City. Zack, sind wir noch bei minus 1 pro Runde. Das ist doch schon ansehnlicher. Tja, sonst kann ich, glaube ich, nichts machen. So, nächste Runde. Genau, nächste Runde wird das Sklavenstellchen fertig. Das Sklavenstellchen? Naja, dann kann ich nämlich eine schwarze Arche hervorzaubern. Ich hoffe, klingt direkt wie so ein Krabbelstall. Ich hoffe direkt an der Küste, wo Dagraks Ende ist. Und dann. Ja. Warum du, ausgerechnet da? Weil da sind die Grund. Die Grund. Die Grund.
Harlan Halen ist da. Tanzen ja immer den Harlan Shake. Ja. Die fahren auch Harlan Davidson.